Und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana 2. Wir haben Yagan im letzten Part zur Hölle gejagt, dahin, wo er hingehört. Als Vampir hat er es nicht anders verdient. Und ich bin so froh zu sagen, dass wir jetzt endlich weiter sind. Ich habe im letzten Part nicht mehr weiter gemacht. Ich bin einmal kurz in eine Stadt, habe mir neue Lebenspots und neue Schokolade bzw. Honig geholt. Man sollte sowas immer auf Vorrat haben. Und jetzt kämpfen wir uns noch einmal zurück. In dem Raum, wo wir vorhin aufgehört haben, habe ich den Part wieder gestartet, sodass ihr nichts von alledem verpasst, was hier passiert. Wir gehen also den kompletten Weg noch einmal, mehr oder weniger, nur bis zur Mana-Statue, bei der ja der Kopf verloren war. Und ich will gar nicht mit euch kämpfen. Kein bisschen. So, wo war die Mana-Statue? War sie hier rechts? Nein. Und wir sind völlig falsch. Wir sind schon wieder in der Höhle drin. Oh, es ist so ärgerlich. Aber gut, da muss man durch, wenn man ein Frosch ist und ein Lurch werden möchte. Und ihr lasst mich jetzt bitte hier durch. Hadesaugen. Na, von denen habe ich auch genug. Jetzt ist hier Schluss, verdammt. Dämonenatem. Zwerg. Na also, geh doch. Und jetzt verschwinde. Geh weg hier. Habt ihr sie? Ja, ihr solltet auch mal zuhauen. So schön. Weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen nicht nur Tiamat ausschalten. Nein, sondern auch noch Vigieux. Denn der sind wir ja jetzt auf die Schliche gekommen und Yagan hat versucht, uns davon abzuhalten, zu ihr zu gelangen. Ist ihm nicht sonderlich gut gelungen, oder? Wir kämpfen uns trotzdem weiter durch und verirren uns irgendwo mitten in irgendeiner dunklen Höhle. Und wir wollten schon längst in der Burg sein. Zum Glück haben wir das Licht angeschaltet. Denn so sehen wir wenigstens ein bisschen was. Und hier geht's hoch. Hier sind wir richtig. Ah, hör auf rumzublitzen. Da ist die Mana-Statue. Ah, wir haben uns geheilt. Jetzt geht's mir wieder gut. Gleich auch einmal speichern. Zack. Okay. Hier geht's nicht lang. Dann gehen wir einmal hier lang. Sieht schick aus hier. Hat sich so ein bisschen verändert zum letzten Mal, wa? Sieht auf jeden Fall so aus. Wir gehen immer weiter Richtung Osten. Wir hauen diese Viecher hier um. Ah, eine Höllenaura. Nee, ist klar. Aber die bringt euch gar nichts, weil wir einfach viel zu mächtig sind. Und Zwerg wird es euch zeigen, wie mächtig wir sind. Wir haben nämlich mächtig große Keulen. Also so langsam geht mir das auf den Senkel, ganz ehrlich. Hört auf damit, verdammt. So ist gut. Wir gehen weiter nach Osten. Hier ist diese komische Statue, von der wir nicht genau wissen, was sie zu bedeuten hat. Wir gehen einfach den gleichen Weg noch einmal. Geh weg da. Können wir nach Osten? Nö, wir gehen wieder nach Westen. Und es ist hier nicht sonderlich anders. Hier haben wir Yagan getroffen. Und ich fühle mich ein wenig veralbert. Hm. Keine Gegner, kein nichts.
Haut die Gegner hier um. Raus mit dem Dämonenatem. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf diese kleinen Viecher. Ich will nur noch die großen Bösen haben. So, gleich noch eine Heilung hinterher. Und dann geht's weiter. Müssten die nicht schon längst tot sein? Guck mal, der macht schon große Augen. Boom. So ist schön, Razzia. Genau das habe ich erwartet. Ein Profi am Werk. Heilkräuter erhalten, als ob wir die jetzt noch gebrauchen könnten. Aber ich verstehe das nicht. Warum sehe ich nicht, wo es lang geht? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, mach deine Höllen. Och, das ist mir sowas von egal. Ehrlich. Da macht's der Nächste. Ja, derweil gucke ich immer aus dem Fenster oder trinke einen Kaffee oder so, weil dauert ja eh eine Weile. Genau. Oh, jetzt wird's albern. Ihr könnt ja noch zwei oder dreimal zaubern, ist ja kein Problem. Ich hab Zeit. Ja, auch ich muss mal zaubern. Also wenn da vier Zauber auf uns kommen, muss ich auch mal heilen. Es tut mir leid. So. Hoffentlich wird jetzt hier irgendwas gemacht, wenn wir mit dieser alten Statue sprechen. Nee, es passiert einfach nichts. Wir können hier nicht lang. Wir können hier nicht lang. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo weiter im Westen durchkommen. Das ist doch schon... Was ist das? Okay. Gefangen. Ja, ein kleines Hündchen, ein Auge. Die kriegen wir schnell kaputt. Das sollte nicht das Problem sein. Und da ist noch ein Hündchen. Das Hündchen krallt sich jetzt mal Zwerg. Sitz. Mach Platz. Ich sehe hier wieder nichts. Ist das normal? Ein Ausgang erscheint. Ah ja. Jetzt kommen wir endlich weiter. Nein, ist das schön. Also diese komischen Engel hätten sie auch anders patchen können, ganz ehrlich. Haut drauf, Mädels. Ich will nicht noch einen Zauber von den Viechern haben. So schön. Jetzt können wir auf diesen komischen Drachen hier gehen. Der nicht Tiamat heißt. Nein. Er heißt, ich bin tot. Und da geht's bestimmt irgendwie zu irgendwas Bösem. Nein. Hier ist nichts. Okay, ich kann nicht mal mehr speichern. Das ist doof. Oh Gott, oh Gott. Eine Mana-Statue. Wieder mal ohne Kopf, HP und MP aufgefrischt. Oh Gott, Spiel speichern. Jetzt kommen hier gleich meine müden Lebensgeister wieder. Okay. Okay. Wieder drei Viecher. Ich dachte, wir wären schon da. Ach, das ist doch gemein. Bin so gut. Naja, mach mal. Und auf das Zwerg.
Nee. So ist das gut, so ist das fein, so muss das sein. Rauf da! Okay. Okay, vielleicht sind wir jetzt direkt vor dem Endboss. Oder auch nicht. Also ich habe das Gefühl, ich werde den Part doch noch einmal splitten. Wir werden sehen. Vielmehr, ihr werdet sehen. Ich bin ja derjenige, der es dann schon weiß, wenn die Parts hochgeladen sind. Ein weiter Weg, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und jetzt stellt euch vor, wir wären vom Level her noch ziemlich niedrig. Wir müssten das Ganze noch hochleveln. Oh Gott, ey, das wäre eine Tortur. Ein Krampf, würde ich sagen. Oh, ich dachte schon, wir kriegen hier diese olle komische Kiste. So, einmal noch hochheilen. Und ich werde zwar den Part splitten, aber im Moment nur für mich. Ich bin gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Jetzt kann's losgehen. Ich habe noch schnell, mir einen Kaffee geholt. Nein, ich habe eine geraucht. Burg der Finsternis. Wir sind endlich an der Burg der Finsternis angekommen. Dort, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit hin wollten. Jetzt treten wir Bijil mal so richtig fett in den Hintern. Wir spiegeln uns unten. Das ist ja cool. Tolles Feature. Wir gucken mal unten rein. Erstmal links, mal gucken, was sich hier befindet. Ein paar Schachfiguren, na, das soll nicht das Problem sein. Die machen schon wieder irgendeinen Juwelenregen hier. Gefällt mir nicht, da müssen wir aber durch. Dunkler Zauberer, Level 44. Und ein komisches Schwert, das eine Höllenklinge macht. Höllenklinge wäre richtig gut gewesen gegen manche Lichtbosse. Aber die haben wir leider nicht. Wir haben uns Charaktere ausgesucht, die das nicht zaubern können. Das ist auch gar nicht schlimm. Da können wir wunderbar durch. Und ich glaube, so langsam sollte ich mal wieder heilen, wenn das hier so weitergeht. Oh, du liebe Güte, dass wir hier reingehen, das hätte ich nie gedacht. Dass es so richtig eine Burg ist, das hätte ich nie gedacht. Wie gesagt, ich hatte das Ende noch gar nicht. Ich habe es bisher immer nur mit anderen Hauptcharakteren bestritten. Und natürlich habe ich mir den schwersten Boss von allen ausgesucht. Das hätte ich im Vorfeld wissen müssen. Habe ich aber leider nicht. Es tut mir leid. Komm, Zwerg, hau dem Schwert eine rüber. Bumm. So ist das fein, so muss das sein. Und jetzt komm, der letzte muss auch noch rein. Ein Weg erscheint. Wir können jetzt hier entlang. Und die nächsten Gegner besiegen. Anscheinend werden diese ganzen Lavabecken zu irgendwelchen Teppichen, sobald wir sie besiegt haben. Dann können wir da durch. Wir lassen uns nicht so einfach kaputt machen. Höllenaura kann kommen, wie sie will. Wir werden noch eine Heilung hinterher schmeißen, einfach nur um uns voll zu heilen. Sicher ist sicher ist sicher. Und das Ganze läuft wie geschmiert. Na komm, Zwerg. Rauf da. Wunderbar. 100 Hände starb. Okay. Ich will keine 100 Hände an mir rumgrabbeln haben. Und wir haben ein Level Up. Juhu. Sehr geil. Vitalität hoch. Das ist perfekt. Das ist genau das, was ich noch haben wollte. Dann werden die anderen beiden auch gleich ein Level Up haben. Ach, perfekt. Wir können nur links rum. Der Weg nach oben ist versperrt. Mal sehen, ob er das immer noch ist, wenn wir die hier erledigt haben. Einmal kurz heilen. Rassia, mach den Zauberer fertig. Du bist eine bessere Magierin, als es hier jemals einer in diesem Spiel war. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ein paar Feuerbälle, die uns hier ein wenig schaden. Soll aber nicht allzu schlimm sein. Perfekt. Auf den Schachmeister doppelt kritisch.
Hat er das gerade gezaubert? Ich will nicht doppelt kritisch haben. Hör auf damit. So. Und auf die Guten hier. Auf die Gurken, auf die Schurken, würde ich da sagen. Perfekt. Und Level Up für Rassia. Geist geht nicht. Stärke geht nicht. Na gut, dann machen wir Vitalität. Auch wenn es eigentlich so gar nichts bringt. 3 HP, das ist echt peinlich schon. Kann Rassia mittlerweile ihren Zauber machen? Kann sie es oder kann sie es nicht? Ich nehme sie jetzt einfach mal und guck mal nach. Erdbeben, Donnersturm, Eisregen, Explosion, Gotteszorn, Juwelenregen, Orkanschub, Höllenaura, dunkle Macht, Frostwelle, Feuerball. Nein, ein Level braucht sie auf jeden Fall noch, es ist schade. Aber dann bekommt sie den Zauber, auf den ich die ganze Zeit warte, weswegen ich überhaupt einen Magus gewählt habe. Und rauf da. Der hat nicht zu lachen, würde ich sagen. Wunderbar, den hat's erledigt. Und wir bekommen eine Kiste. Ich mag Kisten. Waffen und Rüstungssamen verstaut. Ob wir den allerdings noch brauchen werden, das ist fraglich. Hier ist nichts. Sehr eichelartig. Dann gehen wir eben wieder nach unten, gehen nach rechts, gucken mal, ob wir nach oben können. Nein, können wir nicht. Irgendwas stinkt. Und ich weiß, ich bin es nicht. Vielleicht an diesen Sensemann-Statuen irgendwas machen? Nee, na gut, dann gehen wir erstmal nach rechts. Hier sind schon wieder neue Gegner. Wo kommt ihr denn bitte her? Sie geben sich jede Menge Verstärkungen, aber die werden euch auch nicht mehr helfen, ganz ehrlich. Dafür sind wir mittlerweile zu mächtig auf einem zu hohen Level und einfach viel zu gut. Zwerg zeigt's euch. Oh Mann, hier geht was ab, sag ich euch. Im wahrscheinlich letzten Level hier in Secret of Mana. Okay, wir können mit Zwerg nichts mehr machen. Kriegt sie Vitalität? Kriegt sie Vitalität? Nein, kriegt sie nicht. Falls wir sie mal nicht angewählt haben, sollte sie ordentlich schnell zuschlagen können. Also Agilität. Ich wollte schon sagen, jetzt hängt das Spiel. Oh Gott, mein Herz. Ich meine, wir haben abgespeichert, das ist kein Problem, aber trotzdem, das sollte es nicht tun. Wunderbar. Hier ist nicht mehr übrig. Nur noch du. Und du bist auch kaputt. Okay. Hier sind schon wieder neue Gegner. Was soll das denn? Ob das so beabsichtigt war? Ich weiß es nicht. Auf die Gurken, auf die Schurken. Kraboom. Und weiter rauf da. Eine Heilung schmeißen wir raus. Die ist dringend notwendig, falls doch irgendwie ein Zauber kommt. Mal gucken, ob wir denn irgendwie nach oben können. Vielleicht musste man ja wirklich zwischen den Räumen hin und her wechseln und immer mehr Gegner kaputt machen. Könnte ja sein. Sehr schön, Rassia. Sieg. Wir haben eine Kiste bekommen, aber nach oben können wir trotzdem nicht. Waffen- und Rüstungssamen erhalten. Wenn nicht, dann nicht, dann gehen wir halt in die rechte Seite. Genau dasselbe Spielchen. Auch hier ist wieder eine Feuerwand, die uns von der anderen Seite trennt und wir müssen sie kaputt machen.
Oh, ich habe den Schachprofi befreit. Das war natürlich nicht meine Absicht. Und der andere ist auch frei. Na toll. Gut, dann machen wir eben unseren Powerschlag. Kaboom. So ist das fein, so muss das sein. Und wir geben noch einmal eine Heilung mit dazu. Sehr schön, Melina. Wunderbar. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Oh, da sind noch mehr Gegner. Okay, pass auf, wir machen so. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann versuchen wir auch den Rest des Schlosses in ein Part zu packen. Ich hoffe, es klappt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis nachher.